Es gibt immer mehr Softwarelösungen für Amazon-Verkäufer. Wir bei Bigger Profits wissen das selbst genau. Wir sind selbst seit Jahren erfolgreiche Verkäufer bei Amazon und deshalb wollten wir eben heute mit diesem Vergleich zwischen Helium 10 und Jungle Scout euch eben die Suche etwas erleichtern und wir schauen uns jetzt wirklich am Bildschirm genau eben an, was die Unterschiede sind zwischen Helium 10 und Jungle Scout. Schauen wir es uns direkt jetzt am Bildschirm eben an. Beginnen wir jetzt hier gleich einmal mit dem Preis. Wir sind jetzt hier bei Helium 10. Es gibt hier drei verschiedene Pläne sozusagen, ja, die man abonnieren kann. Wir sind jetzt hier beim monatlichen Abo, das heißt, es wird nur monatlich abgerechnet, ist kein Jahresabo. Wir schauen uns jetzt hier im Detail eben den Platinum-Plan an und den Diamond-Plan. Ja. Für jeden, muss ich wirklich betonen, jeder, der professionell auf Amazon verkaufen möchte, der sollte zumindest hier mit diesem Platinum-Plan starten. Warum? Weil eben die Features, die hier bei dem Starter und so weiter drinnen sind, eigentlich nicht wirklich ausreichen. Deshalb möchte ich das jetzt in diesem Vergleich auch gar nicht erwähnen. Ihr könnt hier auf der linken Seite 25% eben sparen, wenn ihr eben ein Jahresabo eben abschließt. Aber ich würde eigentlich jedem Anfänger zumindest einmal empfehlen, nur ein Monatsabo abzuschließen, um das Ganze einmal testen zu können. Und danach, wenn man sich eben zurechtgefunden hat in der Software, kann man dann immer noch später auf das Jahresabo upgraden und sich hier eben noch etwas sparen. Ich habe dazu einen Couponcode noch dazu, ja. Wenn ihr den anwendet, den findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung oder eben im Top-Kommentar und damit spart ihr euch für die ersten 6 Monate noch einmal 20% zusätzlich. Das heißt, dieser Platinum-Plan würde euch $80 dann im Monat kosten. Ja. Im Vergleich jetzt hier Jungle Scout, wenn wir das Ganze vergleichen, würde ich eher sagen, der mittlere Plan hier mit 59 Euro pro Monat ist natürlich deutlich günstiger, auch wenn es hier Dollar sind, das müsste man noch umrechnen in Euro, aber grundsätzlich ist eben der mittlere Plan hier günstiger, aber, jetzt kommt das große Aber, wenn wir hier weiter runter scrollen, und zwar, das ist wirklich hier der Knackpunkt bei den historischen Daten, ja, Schlüsselwortdaten und historische Daten zur Produktverfolgung. Damit man hier wirklich Äpfel mit Äpfel vergleichen kann, also Gleiches mit Gleichem, man sieht hier schon, die Daten sind hier die historischen, da hat man nur Zugriff auf ein Jahr Daten und eben hier 3 Monate. Und wenn man jetzt das Ganze wirklich hier mit Helium 10 vergleichen möchte, müsste man eigentlich hier den Professional Plan wählen, 109 Euro pro Monat, da man hier dann eben Zugang auf die 2 Jahresdaten hat. Ich komme gleich später noch dazu, warum das eben so, so wichtig ist. Und hier ist dann Helium 10 wieder günstiger, weil das Ganze eben nur $80 eben kostet. Und jetzt schauen wir uns das Gleiche gleich einmal an. Was meine ich hier? Ich bin jetzt hier im Helium 10 im Cerebro Tool drinnen und habe eben jetzt einmal zum Beispiel jetzt da den Terrassenheizer von Enders herausgesucht. Ja. Und hier geht es darum, beim Suchvolumen, ich möchte ja wissen, schauen wir uns jetzt da das Schlüsselwort hier Tischkamin an. Man sieht hier ein Jahr Daten und hier bei All Time gehe ich eben drauf und da kann ich eben zurückgehen bis 2019. Warum ist das so wichtig? Ich möchte natürlich herausfinden, ja, ist das ein Produkt, welches nur saisonal funktioniert? Gibt es hier Schwankungen? Ist der langfristige Trend, ist der nach oben? Das heißt vom Suchvolumen generell oder ist es eben nur ein Trendprodukt, was einmal funktioniert hat oder eben nicht? Und das sind eben ganz, ganz wichtige Entscheidungspunkte und beziehungsweise auch Kennzahlen und Daten, die ich eben wissen muss, wenn ich die Entscheidung treffe, gehe ich jetzt in den Markt hinein, wähle ich dieses Produkt aus oder eben nicht. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, hier bei Helium 10, bei dem mittleren Plan, da habe ich Daten nur von einem Jahr. Das ist eigentlich für die Nutzung hier, ist eigentlich ziemlich nutzlos, muss ich sagen. Deshalb eben
muss man das wirklich mit dem Professional Plan hier eben vergleichen. Unterm Strich ja dann Helium 10 günstiger und gleichzeitig viel, viel mehr Daten. Also es geht viel weiter zurück und ich kann eine bessere Entscheidung treffen. Die Entscheidungsgrundlage ist eine ganz, ganz andere. Das heißt, hier der Punkt, meiner Meinung nach vom Preis her schon mal, wenn man das wirklich Gleiches mit Gleichem hier vergleichen möchte, geht hier eindeutig eben an Helium 10. So, jetzt schauen wir uns das Ganze hier bei Amazon einmal an. Wir bleiben hier bei diesem Beispiel eben Terrassenheizer. Das heißt, ich habe hier oben im Suchfeld Terrassenheizer eben eingegeben und danach kommt eben hier von Helium 10 hier so eine Übersicht, bevor hier die normalen Suchergebnisse eben von Amazon eben kommen. Und das hier, nur dieser Bereich, muss ich wirklich sagen, ist für mich schon mal ein riesengroßes Plus, auch für Helium 10. Und zwar, warum? Egal, welche Nische ich bearbeiten möchte oder wo ich hineingehen möchte, ich habe hier sofort einen tollen Überblick, den ich mir verschaffen kann. Ich sehe sofort, was wurde die letzten 30 Tage hier eben verkauft. Also die ganze Nische, ja, was ist da für ein Umsatzvolumen eben da, wie viele Stückzahlen wurden verkauft und so weiter und so fort. Durchschnittspreis und eben auch hier sieht man eben die ersten Produkte, ja, die wirklich top vorne sind, ja, was die eben hier für Umsätze und so weiter haben, wie die Konkurrenz ausschaut. Also das heißt, ich kann mir hier wirklich einen tollen Überblick verschaffen. Das Ganze hat eben Jungle Scout in dieser Form nicht und eben auch nicht so detailliert das Ganze. Ja. Das heißt, man spart sich hier meiner Meinung nach sehr viel Zeit, es ist sehr gut aufbereitet und eben auch die Handhabung meiner Meinung nach ist sehr, sehr gut. Und wenn man jetzt noch weiter schaut, ja, wir klicken jetzt hier auf Analyze Products, schauen uns das Ganze an. Und hier geht es eben weiter. Man kann dann wirklich in die Tiefe gehen und eben wirklich dann Produkt für Produkt eben genau das Ganze analysieren und das Ganze eben anschauen. Ja. Man kann hier weitergehen und jetzt sagen, okay, ich hätte gern dieses oder jenes Produkt, würde ich gern vergleichen. Und dann kann ich hier direkt reingehen und sagen, Run Cerebro oder Listing Analyzer und so weiter und komme dann eben praktisch hier rein und kann das Ganze eben hier weiter vergleichen und bearbeiten und eben weiter recherchieren und in die Tiefe gehen. Ich würde dazu sagen, wirklich, das ist glaube ich auch der beste Vergleich, wenn man jetzt sagt, generell Apple-Produkte, man hat jetzt einen Mac oder man hat jetzt ein iPhone und dann ist es wirklich so, dass diese ganzen Produkte eben wunderbar miteinander harmonieren und ineinander spielen. Und so ist es eben hier bei Helium 10, bei dieser Fülle an Softwarelösungen, die Helium 10 eben anbietet, eben auch. Man ist eben in dem einen Tool hier drinnen, kann sofort weitergehen und je nachdem, was man eben tun möchte, die Produkte dann eben hier gleich direkt weiter analysieren und weiter eben, je nachdem, was man eben vorhat, eben weiter nachschauen. Man kann auch direkt hier zu Alibaba eben gehen, ja, wird weitergeleitet und findet eben dann auch diverse Hersteller dieser Produkte und spart sich eben hier das auch. Ja. Man sieht also, das integriert wunderbar miteinander und man spart sich da eben auch sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, meiner Meinung nach ist eben auch hier der Punkt, geht hier an Helium 10. Und Jungle Scout bietet das Ganze eben nicht in dieser Form an und eben auch hat nicht diese Fülle von Informationen hier, die man jetzt wirklich hier überblicken kann. Man kann eben auch weiter runtergehen und auch hier wirklich, man sieht, wie viele Verkäufer sind bei diesem Produkt, wie wird eben das Fulfillment eben auch gemacht, verkauft es jetzt, beziehungsweise verschickt es jetzt der Händler selbst oder nutzt er eben FBA, das heißt, wird bei Amazon eingelagert. Ja. Wenn wir jetzt hier nochmal reingehen, wie viele Tools gibt es jetzt zum Beispiel bei Helium 10? Also wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, gibt es glaube ich 627 und bei Jungle Scout gibt es glaube ich zurzeit nur 17.
Und allein die Fülle, ja, wenn man jetzt wirklich professionell bei Amazon verkaufen möchte, also nicht das Ganze als Hobby betreiben möchte, sondern wirklich ein professioneller Verkäufer sein möchte und das wirklich zu einem großen Unternehmen für sich aufbauen will, dann, wie gesagt, die Produkte decken eigentlich alle alles Mögliche eben ab, was man eben benötigt, um erfolgreich auf Amazon verkaufen zu können. Das erleichtert einem das Leben wirklich und die ganzen Sachen spielen eben wunderbar ineinander. Ja. Ich zeige euch jetzt hier auf der linken Seite noch, was hier Helium 10 eben noch für Vorteile hat. Da gibt es eben gewisse Dinge, die jetzt da nicht so bekannt sind und die eben auch Jungle Scout eigentlich nicht hat. Und ich erkläre euch das ganz kurz. Hier bei diesem Audience, bei dieser Softwarelösung Audience, gibt es eben die Möglichkeit, sogenannte Split-Tests zu starten. Da kann man jetzt wirklich testen, verpackungstechnisch, ja, was gefällt den Leuten besser. Und das Tolle dabei ist, die Dinge, die man hier eben in Form von Split-Tests testen kann, wird einer Gruppe von Leuten vorgestellt und die können dann eben abstimmen und eben sagen, dieses oder jenes gefällt mir eben besser. Da geht es jetzt von Produktbildern, von Verpackung und so weiter, von Produkttiteln und Beschreibungen, was spricht eben die Leute mehr an. Und anhand dieser Dinge kann man eben dann selbst wieder leichte Entscheidungen treffen, bevor man jetzt tausende Euros eben in Waren investiert und eben auch in verschiedenen Verpackungsdesigns oder eben auch Produktfotografie. Und das ist meiner Meinung nach wirklich ein riesengroßer Punkt, den eben auch Jungle Scout leider eben nicht anbietet. Und der hilft aber wirklich, um dann eben später besser verkaufen zu können. Und ja, hilft dir einfach unterm Strich, dir Geld zu sparen und eben auch erfolgreicher zu sein. Cerebo ist eh bekannt normalerweise, ja, das ist wirklich, wo man eben, was ich eben vorher auch gezeigt habe kurz, wo man die Produkte eben da analysiert. Der nächste Punkt hier, Index Checker, dieses Tool ist eben auch bei Jungle Scout nicht erhältlich. Und was macht das Ganze? Ja, das ist auch ein Riesenpunkt, der oftmals unterschätzt wird und eben auch eher von unerfahrenen, sage ich mal, Amazon-Verkäufern wirklich vergessen wird. Und was das Ganze eben macht, ist eben Folgendes. Wenn man jetzt ein Schlüsselwort eben hat, in dem Fall jetzt bei unserem Beispiel Terrassenheizer, und man gibt das Wort bei Amazon eben ein, Terrassenheizer, ja, und man sucht sein eigenes Produkt und das findet man eben nicht. Ja, und man wundert sich die ganze Zeit, naja, warum findet man mein Produkt nicht? Ja? Aber der Grund ist, Amazon hat euer Listing eben zu diesem Titel bzw. zu diesem Suchwort einfach nicht indexiert. Und jeder weiß es, ja, man muss natürlich auf die Suchworte dann weiterhin optimieren und gibt es diverse Strategien und Möglichkeiten, wie man eben das Ganze macht. Aber wenn man eben nicht indiziert worden ist, nicht im Index ist für dieses Wort, dann sind die ganzen Anstrengungen leider eben umsonst und man verschwendet da eben wirklich Zeit und Geld für das Ganze und weiß eigentlich nicht, dass man eben nicht im Index drinnen ist. Also das ist einmal auch ein Riesenpunkt, der oftmals wirklich unterschätzt wird. Hier das nächste Listing Optimizer, das hat zwar Jungle Scout, aber mir gefällt die Handhabung meiner Meinung nach nicht so gut. Ja. Deshalb hat zwar Jungle Scout, aber wollte ich eben nochmal betonen. Hier, ganz, ganz wichtig für jeden, der eben hier später mal wirklich ganz, ganz professionell unterwegs ist, im Diamond-Bereich, bei diesem Abo, bei dieser Abo-Stufe, gibt es eben das Adtomic und mit dem kann man eben wirklich seine bezahlte Werbung bei Amazon, das PPC, optimieren und eben auch steuern. Ja, das ist ein sehr, sehr wertvolles Tool, kostet hier eigentlich kriegt man das Ganze, sage ich einmal, für 199 Dollar pro Monat dazu. Man kann eben auch unten bei, man kann sich das Ganze selbst eben zusammen
stellen, wenn man das möchte. Und man sieht es ja bei dem Add-on, für $199 pro Monat kann man das eben dazu nehmen. Ja. Und das ist eben auch, was bei Jungle Scout eben so in der Art und Weise eben nicht möglich ist. Und das Tolle dabei ist, man kriegt das hier für den Preis eigentlich dazu. Ja, das ist im Diamond Package, ist das inkludiert. Und da gibt es andere Firmen, die machen eben nur diese Softwarelösung, ja, und verlangen da gute $500 pro Monat plus aufwärts. Also das ist ein riesengroßer Punkt für alle, die dann wirklich ganz, ganz professionell unterwegs sind. Und es ist, bezahlte Werbung bei Amazon ist mittlerweile auch ein Muss geworden, da es eben sehr viel Konkurrenz eben auch gibt. Und da muss man am Anfang eben auch etwas investieren, um seine Produkte eben weiter pushen zu können. Das ist einmal so der Überblick und eben auch der Vergleich, ja, der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach. Und für jeden, der, sage ich einmal, ein Beginner ist, der jetzt wirklich starten möchte und auf der Suche eben nach der Softwarelösung ist, die wirklich unterstützen kann, ich würde wirklich euch den Platinum-Plan von Helium 10 ans Herz legen. Zuerst einmal wirklich nur monatlich, wenn man sagt, ich möchte das einmal testen für mich und ich bin wirklich ganz, ganz am Anfang, dann reicht das eben aus und später kannst du dann eben upgraden auf das Jährliche, dann sparst du dir wirklich Geld. Und in der Videobeschreibung unten findest du eben hier noch einmal direkt den Link eben und da sparst du dir eben auch mit diesem Gutscheincode von uns jetzt hier noch einmal für die nächsten 6 Monate noch einmal 20%. Ja, ich hoffe, ich konnte dir hier jetzt wirklich einmal die Entscheidung etwas erleichtern. Und ja, ich kenne das ganze Thema selbst, egal wenn es wieder, also wenn es um Softwarelösungen einfach geht, dann gibt es 30 verschiedene mittlerweile und man weiß eben nicht, wo man eben anfangen soll. Und ich hoffe wirklich, du kannst was damit anfangen mit dem Video. Und es ist wirklich, wir verkaufen seit Jahren selbst erfolgreich eben auf Amazon und wir nutzen eben wirklich eigentlich nur Helium 10 mittlerweile, weil eben auch einfach die Softwarelösungen alle, die Helium 10 im Abo anbietet, wunderbar eben miteinander sich gut ergänzen und es wirklich sehr einfach ist, die Handhabung. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dem Ganzen etwas weiterhelfen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen hoch und wir würden uns eben auch über ein Abo freuen. Und wenn du eben Fragen hast, schreib dir einfach in die Kommentare. Ja? Wir sehen uns dann beim nächsten Video.